Ja, schon Grand Finals. More like BF. Um 21, um 22 Uhr Grand Finals ist so weird. Ach, nur 8 Leute heute, da geht's schnell. Ich kann ja mal schon mal Payoff vorbereiten. Big Set. Fett. Ja, also Havitzka bei dem Match ab. Ist immer die große Sache. Peach ist ziemlich langsam. Es wird deswegen ziemlich hart, so generell im allgemeinen, neutralen Spiel von Captain Falcon in Schach gehalten. Dafür ist es nicht so leicht, Peach zu killen oder zu combon. Generell hat es aber Captain Falcon ein bisschen leichter. Denn ja, der hat so ein paar Kill-Confirms auf Peach, die recht einfach zu kriegen sind. Und ja. Oh mein Gott, auf der Stage! Third sagt es da schon ganz richtig. Peach hat zwar recht langsame, aber also ist recht langsam, aber ihre Hitboxen sind relativ schnell und bleiben auch lange draußen. Das heißt, wenn Captain Falcon da über die halbe Stage rennt und hin und her und dich kombon will, musst du immer deine Moves raushauen, damit er da reinrennt und du trotz deiner Langsamkeit ihn treffen kannst. Ich habe gerade Payouts gemacht. Schon mal vorbereitet. Wenn du das meinst. Deine Waffe zusammen? Na klar. Dump für nie der typische Kill-Confirm. Schon eine gewisse Ähnlichkeit, die Kürze. Kann Dennis den Gimp kriegen? Ne? Leider nicht. Oh! Das hätte sogar fast getroffen. Ja. Der Captain Falcon auch ein total blöder Bonus so ein bisschen hier kriegt, ist so schnell, dass er über die ganze Stage rennen kann, bevor das Go-Logo weg ist, ohne dass man es sehen kann und dich schon mal angreifen. Wer würde es nicht tun, Banane? Ja, ich glaube, er macht das so circa 5% immer. 5% of the time, ja. Every time. Wenn er getroffen wird, ist es optimal. Ja.
GGs. Probably had some GGs. Bye. One of the GGs. Also, I still feel absolutely sorry. Prost, Heide. Ach Mensch. Ja, ich habe versucht, das Match ein bisschen zu erklären. Das hast du dann wohl gar nicht gehört. Prost, aber. Jo, jetzt haben wir Kunst gegen Dennis. Beide konnte man vorher auch schon am Mikrofon hören. Fassen wir nochmal zusammen das Matchup. Captain Falcon, schnell, kräftig, kann Peach ganz schön overwhelmen. Peach dafür nicht so leicht zu kombonen. Lebt recht lange dadurch, dass sie so viel fliegen kann. Naja, kann ja sein, dass es noch viele gibt, die es nicht hier alle kennen. Aber. Und Peach hat zwar langsames Movement, aber recht schnelle Hitboxen, die auch lange draußen bleiben. Das heißt, du kannst Hitboxen raushauen und hoffen, dass Captain Falcon reinrennt, weil Captain Falcon generell viel umher rennt. Und ja. Endlich klappt einmal. Hitboxen sind die Bereiche ungefähr, wo man einen dann trifft. Hitbox, also einfach Attacken raushauen eigentlich damit. Ja. Und weil halt Peachs Attacken lange Schaden machen können. Also manche Attacken, da haust du einfach einmal schnell raus, machst einen Schwung und sobald der Schwung vorbei ist, ist auch schon die Attacke vorbei. Und Peach hat so mehr Sachen, wo sie praktisch den Schadensbereich hinhält und der bleibt dann auch eine Weile draußen. Neben mir ist auch noch Olong. Sag mal hallo, Olong. Tag. Ja. Der Strommelboy. Strommelboy? Strommel. Ja, geht. Und bei dir, Banane? Brauchst du im Moment Handcam? Tag, Tuchkap. Konsti definitiv am Aufdrehen. Muss dazu natürlich auch sagen, dass das ein etwas schwieriges Matchup für Peach ist. Aber ja, Konsti zeigt ja auch ganz klar, warum. Vorletzte Woche. Letzte Woche ja kein, ich weiß gar nicht. Nee, letzte Woche war kein Weekday wegen den Inzidenzen. Wir hatten halt keine Tests.
hoffentlich hast. Also letzte Woche ging noch gar nicht. Ja. Das erklärt's, warum es dieses Mal dafür geht. Und das war's. Und damit ist Konsti heute unser Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, einen guten Konsti. Ui. Hoffe, du hast dich gut genesen, Hobbitzka. Downbeer Turnier, was ist das? Ich hab's gar nicht gesehen. Mach's normal. Heide, ja, okay. Alle, die Geld kriegen, gut, ich bin mir aber nicht sicher mit Namen, bevor die mir explizit genannt werden. Aber dann weiß ich es ab jetzt. Ja, wenn du das halt hörst, dann bekommst du dann halt eben. Ich bin gerade Zweiter geworden und krieg mal ein Eigenbild. Ja, das ist halt irgendwie, ja. Ich mag es halt, ich will halt ganz gerne, dass Leute ausgepackt werden, die halt nicht jedes Mal abnehmen. Ja, ja, klar. Also, Turnier ist jetzt vorbei. Aber ich denke mal, weil wir nicht so lange gemacht haben bisher heute mit den wenig Teilnehmern, wird es bestimmt noch was geben.